Jetzt habt ihr V-Detection Plus mitgebracht. Wo sind die Features? Ja, es ist die neueste Generation unserer Online-Gasmesssysteme. Das sind Gasmesssysteme zur ständigen Messung der Atemluftqualität nach der Atemluftnorm DIN EN 12021 in der strengen Version 2014. Wir messen alle Werte, die dort sozusagen abgeprüft werden. Das sind Sauerstoff, Kohlenmonoxid, das giftige Kohlenmonoxid, CO2, auch sehr gefährlich beim Tauchgang, wenn zu viel in der Luft ist, Feuchte, dass das Material angreifen kann, und natürlich Öl, das ist neu, also VOCs in der Form von Öldämpfen. Was machen eure Smart-Sensoren? Ja, wir verwenden sehr hochwertige Smart-Sensoren in diesem V-Detection Plus, weil die Gefahr besteht, wenn ein Sensor nicht mehr funktioniert, dann misst er nicht richtig und dann besteht die Gefahr eines Tauchunfalls. Die Sensoren messen sich bei Start des Systems selbst, also sozusagen ein sogenannter Live-Check, sehr, sehr wichtig. Und dadurch ist sichergestellt, dass die Sensoren ständig sauber arbeiten. Wenn ich eine ältere Anlage habe, können diese Anlagen mit der V-Detection Plus in der Standalone-Version, wie wir sie hier sehen, nachgerüstet werden. Deswegen haben wir es auch als Standalone-Version zusätzlich angeboten, neben der integrierten Version, die wir vorhin in unserem Verticus gesehen haben. Jetzt sehen wir hier einen zweiten Kasten. Wofür ist der? Das ist eine sogenannte Spüllösung. Wofür brauchen wir die? Manchmal kommt es zu kurzfristigen Überschreitungen der vorgeschriebenen Grenzwerte. Dann würde ja unsere Anlage den Kompressor abschalten. Das ist aber nicht immer gewollt, denn vielleicht ist diese Überschreitung Grenzwerte nur kurzfristig. Dann müsste der Betreiber wieder hingehen, die Anlage neu einschalten. Das wollen wir umgehen, indem wir diese belastete Luft kurzfristig nach außen leiten, sodass sie das System nicht, sozusagen nicht in die Flaschen gelangen kann. Wenn innerhalb eines definierten Intervalls ab 30 Sekunden bis 800 Sekunden die Grenzwerte wieder eingehalten werden und das checkt das System regelmäßig, dann wird die Kompressor, also die Luft, die verdichtete, wieder ins System, im System weitergeleitet. Diese Spüllösung dient also dazu, einfach kurzfristige Überschreitungen der Grenzwerte sozusagen abzufangen, ohne dass die Anlage abschaltet. Das ist für den Betreiber einfach sinnvoll, weil er dadurch einen reibungslosen Betrieb hat.